Die Oper Il Floridante, eine Oper von Georg Friedrich Händel, eigentlich für einen großen Cast mit Orchester, mit vielen Solisten. Und heute Abend ist das Ensemble Cembalos hier. Die haben das für sich bearbeitet mit Florian Wintels, einem Poetry Slammer. Und die werden das auf eine ganz besondere Art und Weise hier auf die Bühne bringen. Wir versuchen uns einfach vorzustellen, dass da draußen vielleicht nicht 200, 300 Leute vielleicht zuhören. Und dass wir dann für die Leute vor den Bildschirmen spielen. Aber es ist toll, wieder in Konzertkleidung zu sein und mit der ganzen Truppe hier ein tolles Konzert zu spielen. Ich freue mich sehr. Ich bin ganz stolz, muss ich wirklich sagen. Es war ein langer Weg. Wir haben da sehr dran gearbeitet, gemeinsam mit dem Ensemble das entwickelt, oder das Ensemble vielmehr hat es entwickelt, hat da Ideen eingebracht, Impulse. Ist wahnsinnig mutig und nass forsch an diesen Stoff rangegangen. Und dass das so gut aufgeht, hätte ich nicht gedacht. Also ich freue mich jetzt noch viel mehr auf heute Abend. Okay, aber dann starten wir jetzt, okay? Ja. Ganz viel Freude. Ja, ganz viel Spaß. Weiter Weg. Viel Spaß. Ja, was passiert? Weitermachen. Viel Freude. Super. Flo, bist du bereit? Jo. 4, 3, 2, 1. Die Strafe, die Oronta halten soll, werde ich gleich verkünden. Aber erstmal vielen Dank für eure Arbeit als Jury und als Volk. Ich verkünde nun in eurem Namen jenes, was ihr wollt. Euer Urteil und für euch auch den gerechten Lohn. Oronta macht Strafarbeit, also Sozialstunden im Bereich der Denkmalpflege. Hätte ich auch gemacht. Und Elmira kommt auf den Thron. Ist das nicht klasse? Und das ist wirklich, ich hätte genauso entschieden an eurer Stelle. Aber ich habe jetzt auch wirklich gar keine Zeit mehr. Ich bin nämlich auf eine Party eingeladen. Das ist meine Einladung hier. Party. Und ich sehe schon, die ganzen Gästinnen und Gäste sind schon da. Und die Musik läuft auch schon. Also vielen Dank. Macht's gut. Lange Strecke, aber wir haben richtig Spaß gehabt und jetzt ist es gerade gemacht. Tolle Erfahrung. Danke allen. Oh, super gelaufen. Wir sind so zufrieden. Endlich, endlich. Nach so langer Zeit. Und jetzt für alle einfach fein. Aber Corona-proof. Ich fand das klasse. Also ich würde uns buchen. Liebe Grüße.